Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu Let's Play World of Warships mit dem mit der fahrenden Welle unter den Schiffen, so kann man es richtig wohl sagen, der Kamikaze-R. Ich bin immer wieder sehr gespannt darauf, was die Spieler damit zeigen und gerade die Kamikaze-R ist natürlich prädestiniert für gute Runden. Das wissen wir mittlerweile alle selber und haben ja schon oft genug gezeigt und auch hier kann ich euch schon mal versprechen, werden wir wieder eine sensationelle Runde sehen. Ich würde es unter den Titel stellen, die Gegner vergessen ihr Steuerrad. Ja, warum? Das habe ich aus der Beschreibung so herausgelesen, weil das der Spieler gesagt hat. Und ich denke einfach aufgrund der vielen Torpedo-Hits, irgendwo muss es ja kommen, der Schaden. Deswegen wird das wohl da der Hintergrund sein. Erstmal spulen wir wieder, weil natürlich, wir wissen, am Anfang ist nicht so viel zu holen, außer es kommt eine Kremiatschi daher. Da muss natürlich sofort aufgepasst werden. Natürlich erstmal die Torpedos da einfach mal reingesammelt. Kremiatschi schießt auch aus dem Rauch heraus. Und da hat er jetzt auch nochmal welche rein. Hat sogar einen getroffen. Aber die Torpedos scheinen anzukommen. Ja. Das ist halt das, wenn man sich so auf den Rauch verlässt und denkt, okay, da kommt schon nichts mehr. Das passiert halt. Kremiatschi, Tschüssikowski. Also ihr solltet, ganz wichtig, wenn ihr im Rauch steht und ihr wart gespottet, dann fahrt an einer anderen Stelle in dem Rauch hin. Natürlich drin stehen bleiben und schießen ist alles gut, aber bleibt nicht so drin stehen, wo ja natürlich aufgrund der Schussbahn und so sehr vorhersehbar seid. Also hat man gesehen, das klappt dann doch nicht. So, jetzt da die Kirov. Noch kommt er nirgendwo drauf. Die fahren auch alle tendenziell weg. Bis auf hier drüben. Die Kongo, die fährt zumindest mal ansatzweise in seine Richtung. Aber sonst erreicht er gerade nichts. Deswegen gehen wir ein bisschen Gas. Wenn er schon nirgendwo drauf kommt, ist das gerade nicht so spannend zum Anschauen. Weil er spottet jetzt hier einfach nur die Mitte. Noch ist da nichts, aber jetzt die Kongo. Die hat er ganz klar auf dem Radar. Mal schauen, was die Torpedos so reißen können. Da ist die Kongo. Und man sieht die Kongo. Das sieht man jetzt schon von hier, dass die Torpedos gut kommen. Und sie kommen tatsächlich fantastisch gut. Die Kongo, stupide weitergefahren. Da trifft jeder der Torpedos, hat er getroffen. Alle 6 Stück. Und die volle Kongo hat es dann da verrissen. Ja. Deswegen vielleicht nicht ganz schnurgerade geradeaus fahren. Die Kirov. Man muss so aufpassen, so um die 6 Kilometer, da ist dann die Kamikaze offen. Hier in dem Fall alles gut, noch nichts passiert. Und jetzt will er sich dem scheinbar da ein bisschen nähern im Schutz der Insel. Hinter ihm ist da jetzt ein Verbündeter, deswegen die Schüsse knapp über ihn, aber nicht auf ihn. Ganz wichtig. Und da kommt die Kirov jetzt scheinbar rum. Aber die Kirov kreuzt jetzt da Richtung Omaha. Also deswegen natürlich keine Torpedos, die er hier abschießt. Auch die Karlsruhe. Da hat er die Kirov zwar die Karlsruhe getroffen, macht sie jetzt auch weg. Und jetzt geht er auch drauf, weil er sagt, okay, die machen sie doch nicht weg, also muss ich da ein bisschen einen Blick drauf haben.
Aber nee, er schießt doch hier Richtung New York. Lässt die Kirov Kirov sein. Die kann er auch im Zweifel mit seinen Bordkanonen wegmachen. Aber er will jetzt nicht aufgehen und da hinten New York, auch da kommen die Torpedos wieder richtig an. Und er schaut wieder nach 4 Torpedotreffern aus. 1, 2, 3 und der vierte. Ja, heidenei. Die fahren ja wirklich wie am Schnürchen gezogen. So, Dane Kuma. Auch da kommt doch wieder was. Einer trifft, sieht wohl so aus, der kreuzt da rein. Und ja, auch hier einer, der trifft, hat einen Wassereinbruch. Und vielleicht... Nee, der kann reparieren, überlebt also damit 269. Und hier die Kirov und jetzt ist er offen. Definitiv näher als 6 Kilometer und jetzt kriegt er da direkt mal Rappel von der Kirov. Von vorne hat er da auch was, also jetzt muss er da aufpassen. Kirov ist gut bewaffnet. Torpedos im Wasser. Da hat er gut gebremst. Und das ist... Ah, da geht Gott sei Dank vorher, hört er auf, weil sonst wäre das nämlich hier der Untergang gewesen für ihn. Jetzt bekommt er Unterstützung, Gott sei Dank. Das wäre nämlich jetzt alles sonst ganz, ganz knapp geworden. ...115.000 Damage schon. So. Auf die Kuma, da hätte er jetzt auch noch mit normaler Munition draufschießen können. Auch das ist nämlich definitiv wegmachbar gewesen. Aber mal schauen, ob er mit der Wyoming noch was klar machen kann. So, jetzt muss er reindrehen. Jetzt ist er in der richtigen Distanz. Und hier jetzt die Aale im Wasser und ist unter die 6-Kilometer-Marke gerutscht. Dementsprechend geht er da jetzt auf und will sich da auch gleich verdünnisieren. Die Torpedos schauen wieder gut aus. Das ist in dem Match unglaublich, wie die Gegner da entlangfahren. Wieder drei Treffer und das Großkaliber. 142.890 Schaden. Also der Gegner hier lediglich noch mit 2 Schiffen am Start. Ansonsten schaut es hier ganz klar nach der Niederlage aus. Und da nehme ich jetzt nichts großartig mehr vorweg, aber das wird ein Sieg werden. Die Runde dauert noch eine knappe Minute, aber ist dann da erledigt. Er selber hat keinen Spielanteil mehr, macht also, außer hier ist im Cap stehen, nichts mehr. Dementsprechend kann ich das auch so abmoderieren. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt die vielen Torpedotreffer genossen. Mir haben sie Spaß gemacht, wie immer. Bis bald. Euer Alcaramba, macht's es gut.